Hallo und herzlich willkommen zu den sonnenerfüllten Blütenfeldern. Beim letzten Mal haben wir die Sonne wieder zum Himmel gebracht und wir müssen jetzt mit diesem großen Baum reden. Da musste ich extra nochmal nachgucken und testen, wie es geht, toll, um die Bohne anzupflanzen. Vielen Dank, Mario. Du hast hervorragende Arbeit geleistet. Und du hast die Wolken vertrieben, so dass die Sonne wieder scheinen kann. Es tut so gut, nach so langer Zeit zu sehen, wie meine geliebten Blütenfelder wieder von Licht überflutet werden. Es geht nichts über den Sonnenschein. Bevor ich es vergesse, wolltest du nicht die Zauberbohne einpflanzen? Jetzt sollte sie gut gedeihen. Ich würde sagen, der beste Platz dafür ist der Flecken weicher Erde da drüben. Das hätten wir ja nie erwartet, aber eigentlich könnten wir die überall einpflanzen, weil wir haben hier noch lockere Erde. Da, die Bohne. Das ist so unglaublich gut dargestellt und das Wasser drüber. Fantastisch! Na? Ich wünschte, das würde in echt so schnell gehen. Ich würde den ganzen Tag Blumen pflanzen. Vor allem, wenn sie so wachsen wie die. Oh, ich liebe diese Wolken. Oh, und wie ich sie liebe. Unglaublich schön, im Gegensatz zu diesen Wolken, die gehen so. Oh, cool. Und da hinten ist ein Orden. Das sehe ich doch von hier. Schön. Ho, 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 ein Erfolg. Sieh dir nur die Ranke an. Jetzt kannst du den Nebelpfad erreichen. Viel Glück, Sohn. Mein Platz hier bekommt immer weniger Sonne. Wie unangenehm. Okay, gut. Ich möchte bitte auf das Blatt... Danke sehr. Und wir benutzen das einfach mal als Lift. Und Lucky Lester Hugo Spike hätte eigentlich auch hochfliegen können, aber na gut. Von mir aus nicht. Und man sieht genau, wann die 3D-Blumen verschwinden, die nach oben fliegen, weil da quasi der Bildschirm eigentlich aufhört. Schön. Ach ja, die Technik damals. Fall möchte ich mal behaupten, es wäre nie aufgefallen, wenn in dieser Cutscene keine Blumen nach oben fliegen. Okay, so, wir düsen mal ganz schnell nach hier hinten. Und... Wupp. Das ist echt cool. Aber ich werde mal zuletzt mit Hut, Hugo, Lucky, Lester, Spike, wir wechseln dich mal kurz mit Gumbario aus, weil wir werden bald beim Boss sein. Und den möchte ich bitte scannen, ohne dass ich eine Runde hin und her tauschen verballer. Ne? Okay, ist oben. Und wir haben den Sprung-Charge-Orden bekommen. Okay. Wir werden auf jeden Fall mal ganz kurz erstmal was essen. Einmal die Goldbeere. Danke sehr. Wir haben nämlich nicht sehr viele KP. Wenn wir jetzt gleich gegen den Boss kämpfen, ist es vielleicht nicht so gut. Ach so, und das war's auch schon. Na dann. Gut, und wir müssen jetzt mit Gumbario scannen. Ich glaube, zweimal wäre gut. Ich glaube, wir müssen zweimal scannen. Und dann müssen wir auf am besten Lucky Lester tatsächlich wechseln. So, und wir springen auf diesen hässlichen Klumpen. Oh. Bist du der Mann namens Mario? Und hast du die Puff-Puff-Maschine zerstört, oder nicht? Was hat dich dazu getrieben? Du hast meinen Plan, die Blütenfelder zu zerstören, völlig ruiniert. Ich war gerade dabei, diese sonnenüberflutete Hölle in ein Wolkenparadies zu verwandeln. Aber ich kann wohl nicht verlangen, dass jemand von deiner Intelligenz das alles versteht. Leider muss ich dir mitteilen, dass König Bowser mir befohlen hat, dich zu besiegen, falls du hier auftauchen solltest. Aber ich würde dich auch vernichten, wenn ich nicht den Befehl dazu erhalten hätte. Du wolkenvernichtende Bestie, du kannst den Stern nicht retten. Guahaha, jetzt wird es stürmisch. Huch. Hallo, Pausbackenwolke. Mit, relativ interessanter Kampfmusik. Scanne bitte mal auf Schnaufula. Das ist Schnaufula. Er ist ein gigantisches Wolkenmonster. Maximale KP 60, Angriffskraft 5, Verteidigung 0. Seine Donnerattacken sind sehr gefährlich. Wenn du dich nicht verteidigst, wirst du massiven Schaden erleiden. Wenn du ihn angreifst, erscheinen kleine Wolken namens Schnuffis. Ihre Anzahl entspricht dem erlittenen Schaden. Wenn du die Schnuffis in Frieden lässt, wird Schnaufula sie verschlucken und seine KP regenerieren. Du musst geschickt taktieren, um diesen Kerl zu schlagen. Okay, darum werden wir jetzt vielleicht doch keinen Angriff benutzen, der Schaden macht, sondern erstmal gucken, was haben wir denn als Sternenangriffe. Erfrischung Wiegenlied, okay.
Und dann Items haben wir. Eine Kokosnuss, die kann ich in den Kopf werfen. Das ist ja fantastisch. Den müssen wir uns mal merken, ne? Der Rest ist, glaube ich, ganz schön egal. Okay. Dann wechsle ich. Nein, ich wechsle noch nicht. Ich darf noch nicht wechseln. Ich mache einen normalen Sprung. Und ich verkacke ihn mal. Damit nicht allzu viele rauskommen. Meister Schnaufeler, ich will Mario auch verklopfen. Erteilen Sie mir die Erlaubnis zum Angriff? Ja, auf ihn! Okay, das war mit schnell A drücken. Und wenn man nicht schnell genug sind, machen die immer wieder Schaden. Okay, zwei Schaden ist annehmbar. Das ist jetzt nichts, wo ich schwer leiden muss. Und er saugt sie jetzt wieder ein, ne? Ja. Und ich glaube, das war dafür sein Angriff. Und wir sind quasi wieder am Anfang. Jetzt möchte ich noch einen Angriff bitte verkacken. Danke. Und dann darfst du bitte noch einen Schnuffi scannen. Danke. Das sind die Schnuffis, die erscheinen, wenn du Schnaufeler Schaden zufügst. Maximale KP 1, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Die Schnuffis werden dich direkt angreifen. Du musst sie mit Hilfe des Action-Kommandos abschütteln, sonst verursachen sie immer mehr Schaden. Schnaufeler wird die Schnuffis verschlucken, um seine KP zu regenerieren. Überlege dir gut, womit du angreifst. Du kannst die Schnuffis leicht besiegen, wenn du einen Angriff einsetzt, der alle Gegner trifft. Und deswegen ist Lucky Lester mit seinem Starry-Wurf nämlich ziemlich gut in diesem Kampf. So, na, lasst mich ja in Ruhe. Und nochmal, ja, lasst mich in Ruhe. Gut. Als nächstes machen wir... was machen wir? Wir tauschen auf jeden Fall und werfen ihm am besten... Was macht denn der jetzt? Wow, 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 das ist hässlich. Drücke A so schnell wie möglich. Okay, mal gucken, wie viel Schaden wir machen. Also, wie viel Schaden der macht? 3. Das ist schmerzhaft. Also, 2 in diesem Fall, na gut, okay. Aber... Moment, wir tauschen am besten... Oh, wie machen wir denn das? Ne, wir müssen als erstes... ich bin überfordert, lol. Wir machen als erstes mal kurz eine Erfrischung. Erfrischung ist eine gute Idee, dann überleben wir nämlich wenigstens erstmal den Angriff. Die Kleinen machen wahrscheinlich dann wieder 2 Schaden, wenn ich das richtig sehe. Und er macht vielleicht nochmal 2. Wir können auf jeden Fall zu Lucky Lester erstmal tauschen. Oh, perfekt, vielen Dank. Strategiemitglied wechseln, wir gehen zu Lucky Lester. Wir haben nämlich, glaube ich, nichts mehr zu scannen. Ja, die sind wieder blöd zu uns. Das ist vollkommen okay. Vielleicht kriege ich es auch irgendwann mal hin, nur einen Schaden zu machen. Aber, also, dass die nur einen Schaden machen. Okay, perfekt. Das ist das, was ich wollte. So, und jetzt müssen wir... Nein, doch nicht damit, Mario. Müssen wir unglaublich viel Schaden verursachen, damit möglichst viele Wolken auf einmal rauskommen. So, und du machst jetzt deinen Stachiwurf und klopfst die alle kurz zu Brei. Ja, genau so muss das sein. Ach so, ja, dadurch kommen natürlich gleich wieder neue. Du hast es so gewollt. Nun werde Zeuge der Macht meines Sturms. Die hatten wir doch gerade eben schon. Meister Schnaufeler, lasst ihn mir. Die gehen mir ziemlich auf die Nerven. Und die sollen mich mal nicht so kuscheln hier, die Blöden. Wieder 2 Schaden, Mist. Und du machst deinen... Oh nein, du machst was anderes. Du machst das mit dem massiven Schaden. Das ist etwas, was ich nicht will. Moment, Feuerblume geht auf alle, ne? Das ist doch eigentlich eine super Sache. Gut, dann sind nämlich die 2 weg. Und vielleicht können wir mit Wolke Nummer 9 ein Schutzschild um uns machen, damit wir nicht draufgehen. Das wäre doch fantastisch. Okay. Du machen wir auch Stachel. Nee, das ist blöd. Wolke Nummer 9. Wir probieren es mal. So, mach deine Wolke breit. Okay. Ah, Mist. Jetzt habe ich nur eine kleinere Wolke bekommen. Da gucken die Füße noch unten raus. Mist, ich hoffe mal, das geht jetzt trotzdem noch gut aus. Okay, okay, okay. Ah, sieh an. Ich musste nicht mal was drücken. Die haben schon mal verfehlt. So, jetzt machst du bitte nicht mehr als 6, also nicht 5 Schaden oder mehr. Danke, danke. Oh, das ist ja der Wahnsinn. Gut, Sprung. Dann machen wir einen Powersprung auf Schnaufeler. Mal wieder. Perfekt. Und Lucky Lester darf wieder seine Stachis werfen. Oh, und damit werden wir wenigstens einen ganz großen Teil von diesen komischen Biestern schon mal los. Der Kampf ist echt ideal für ihn. Oh! Ach nein, ich wollte gerade sagen, wir haben gar nicht alle getroffen, aber wir haben alle getroffen. Die sind nur durch seinen Stachywurf wieder rausgekommen. Alles gut. Und er isst sie. Oh, das ist perfekt. Das heißt, wir haben keinen Angriff zu befürchten. Puh.
So, wir haben auch genug, um uns noch einmal zu erholen. Das machen wir aber später mal. Wir machen jetzt wieder die alte Strategie mit dem Powersprung. Sehr schön. Und mit dem Stachywurf. Das ist echt die idealste Strategie, die man hier haben kann, glaube ich. Die Powerbombe wäre vielleicht nicht schlecht. Die macht auch genau auf alle Schaden, aber die verbraucht, glaube ich, viel zu viele Blumenpunkte. So, wie sieht's aus? Oh, jetzt treffen sie mich natürlich. Blöd. Die kleinen, doofen Wolken. Nervig. Okay, und du machst wieder deinen Pusterangriff. Das heißt, ich werde in der nächsten Runde, nein, er hat verfehlt! Cool! Dann ist mir das gleich. Wolke Nummer 9 zeigt keine Wirkung mehr. Andererseits ist es mir vielleicht doch nicht so gleich. Ich könnte auf die alle springen und mache 3 Schaden auf ihn. Dann mache ich Wolke Nummer 9. Nee, ich muss mich erstmal heilen. Erfrischung. Ich möchte nicht zu riskant spielen. Wir haben wirklich unglaublich wenig Lebenspunkte. Das ist schon negativ. Das muss man wirklich so sagen. Leider. Ja, mit dem nächsten Level up wird alles gut. Dann sind wir übermäßig stark. So, Wolke Nummer 9. Ich bin auch echt froh, dass ich weniger Blumenpunkte bezahlen muss durch die Angriffe jetzt. Okay, okay, okay. Schön, 4 Runden. Ich habe auch vorhin Quatsch erzählt, dass die Wolke nicht so gut abhält. Das ist einfach nur die Rundenanzahl, die es dadurch verändert. Okay, kein Schaden für mich. I'm okay with that. Und du machst... Ah, du machst diesen Stromquatsch. Ah, der ging vorhin auch schon einmal schief. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Dann kann ich ja jetzt eigentlich den Fokus machen. Ich meine, was soll schon passieren? Und Lucky Lester darf dann gerne... Ah, perfekt. Das ist fast ein ganzer Sternpunkt wieder. Und Lucky Lester darf euch gerne alle wieder bewerfen. Okay. Ah, es ist so schön. Man kann den Kampf auch so einfach haben. Wisst ihr, das ist echt unglaublich. So. Ich frage mich vor allem... Sehr schön. Kann sich Schnaufula regenerieren, wenn wir ihn besiegen? Und es sind noch Schnuffis da. Oh Gott, das könnte wehtun. Au! Wow! Das ist ja übelst hässlich. Was geht denn mit dir? Ich habe, glaube ich, so jetzt erstmal nichts, was ich nehmen kann. Ach du Schande. Ich habe gerade ein ganz großes Problem. Warte mal. Strategie. Mitglied wechseln. Hatten wir nicht einen Charakter, der uns heilen kann mit einem Kussi oder sowas? Nee, sieht nicht so aus, als ob Bombette das kann. Also wenn ihr es Leuten zutraut, dann nicht Bombette. Die springen uns eher über den Haufen. Wow, was ist denn los? Okay, wir müssen auf ganz großes Risiko spielen. Wir springen dich jetzt einmal ganz kurz an. Schande, wow. So viel Schaden habe ich nicht erwartet. Und machen den Stachywurf auf alle. Wahnsinn. Was für ein Biest. Und ohne den Verteidigerorden hätten wir auch ganz schön schlechte Karten gehabt. So, ich drücke jetzt mal A. Nein, wir kriegen keinen Schaden. Puh. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und du frisst die. Oh, Leute, das ist ja der Wahnsinn. Ich habe genug Sternenergie, um mich erstmal wieder zu heilen. Danke, Erfrischung. Nein, ich komme da nicht drauf klar. Boah, das hätte es schon sein können. Wir haben vor allem keinen Lebenspilz. Das ist echt hässlich. Oh, Leute, Leute, Leute. Okay. Ich überlege gerade, was kannst denn du noch machen? Wir können nur wechseln. Du kannst unsere Energie also nicht erhöhen. Mach mal einen Stachy-Flip. Oh, okay. Na, ob wir das treffen werden? Ich bin ganz, schlechter Dinge. Das werden wir nie schaffen. So. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Danke. Alles gut. Das heißt, wir überleben auf jeden Fall schon mal den Angriff, wenn er wieder den Blitz macht. Weil er braucht 2 Runden dafür. Obwohl, überleben wir das? Nein, eigentlich nicht. Oh nein, Wolke 9 hat keine Wirkung mehr. Warum machst du denn sowas? Wartet mal. Nein, ich habe eine Idee. Strategie, Mitglied wechseln. Lady Boo. Du kannst uns unsichtbar machen. Danke sehr. Jetzt überleben wir den Angriff zwar immer noch nicht, aber unsichtbar. Oh, da hätte ich auch früher drauf kommen können. Also ich glaube, vorhin ging das nicht wegen der Rundenzahl. Ich glaube, wir konnten nicht wechseln und zeitgleich noch sowas machen. Oh, nee. Also, das war echt übel. Und das ist ein anderer Elektroangriff. Ich weiß nicht, wie viel Schaden der macht, aber ich gehe vom Schlimmsten aus. Multisprung mal bitte kurz auf alle. Okay. Okay. Und den noch weg. Schade, dass ich nicht die anderen noch abspringen kann bei dieser Sache. Das wäre eigentlich ganz cool. Ah, hier, nervigen kleinen Wolken.
Schneller, schneller! Ach Mann, schon wieder nicht geschafft. Und du saugst sie wieder ein. Ist okay. Oh, du saugst sie wieder ein? Moment, du hast 18 Lebenspunkte. 10 Schaden verursachen wir durch die Fächer-Lady. Wie viel Schaden macht der Powersprung? Macht er 8? Nein, er macht nur 7. Ah, das ist blöd. Na gut. Spuk bringt uns nichts. Ach, na und unsichtbar auch nicht. Wir machen mal den Schnuffi weg. So. Er muss ja nur verschwinden, das reicht ja erstmal, ist egal wie viel Schaden der kriegt. Aber in der nächsten Runde könnte es sein, dass wir ihn besiegen können. Oder wir müssen uns nochmal unsichtbar machen, je nachdem. Puh. Das ist ganz schön anstrengend. Ja, er saugt es wieder ein. Jetzt müsste er auf 17 Lebenspunkten sein. Ach nein, du machst ihn... Das ist natürlich auch cool. Das ist nämlich nicht ganz so schlimm als Angriff. Na, 2 Schaden. Ist okay. Gut. Dann mache ich mal den Multisprung. Ja, ich probiere den Multisprung mal. Okay. Okay. Ah, das war nicht so, was ich wollte. Und du machst mal den, die Fächer-Lady auf Schnaufula. Okay, so. Geht der Kampf jetzt noch weiter? Oder nein, er hört auf. Alles klar. Mega geil. Merle, oh, du bist ein Segen. Jetzt gerade, das war fantastisch. Ha. Ah, die Zauberkraft ist weg. Okay, aber das war ziemlich geil. Wow. Na, vielen Dank. Mensch, das ist cool. Dann KP hoch. Haha, cool. Nein, ich kann nicht verlieren. Und geplatzt. Mit Konfetti. Okay. Ach ja, klar, wir kriegen ja auch noch einen Stern. Das habe ich ja ganz vergessen. Deswegen sind wir ja auch hier. Das hat er auch vorhin noch gesagt. Ach, na, was soll's. Wir kriegen den Matrosen, oder? Ach nein, wir kriegen dich. Ach, wie hieß denn du mit dem Aktenkoffer gleich nochmal? Hier ist da. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich hab's nicht mehr im Kopf. Keine Ahnung. Wir werden es eh gleich erfahren. Ah, wir haben einen Stern bekommen. Ist das schön? Cool. Kapitel Ende. Schnaufula, die übelste Wolke aller Zeiten, ist nur mehr Nebel, aus dem der 6. Stern hervortrat. Die dichten Wolken, die Schatten auf das Land warfen, sind nun fort und die Sonne strahlt wieder. Nur noch ein Stern wartet auf seine Rettung, um seinen Platz in der Sternenzuflucht einzunehmen. Vielleicht darfst du bald schon Prinzessin Peach wiedersehen. Vielleicht. Denn auch Kami Koopa wartet schon voller Ungeduld auf ein baldiges Wiedersehen. Auf dich und deine Niederlage. Hey! Okay, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin, euer Elig. Bye!